Willkommen zurück zu Kingdoms auf Amalur Reckoning. Ich bin hier in dieser neu umgebauten Mine, die jetzt total gut aussieht und da kamen jetzt ganz viele Gnome raus und jetzt... Es ist hart, in den Brachlanden seinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber wir jammern genau, nicht. Und dann gucken wir uns mal hier gerade um, nehmen Dietrich mit und was man eben so macht hier. Das ist ja alles jetzt von uns ausgebaut worden. Heißt das jetzt eigentlich, das ist unsere Mine? Unsere eigene kleine, schöne Mine? Jeder hätte ja gerne in seinem Leben eine Mine. Was auch sonst. So. Kann ja aber auch hier sein, dass Dinge versteckt sind, ne? Brauche ich zwar alles gar nicht mehr. Hat sich langsam erledigt hier in dem Spiel. Aber trotzdem schauen wir uns mal um. Warum sind denn hier so gemeine Gegner? Die aus dem Boden plötzlich gesprungen kommen. Und fallen. Schweinerei. So, was haben wir hier? Ey. Geht ja gar nicht. Was ist denn hier los? Das ist ein gut gesicherter Karren hier. Da hätte man ja auch noch was anderes reintun können. Aber okay. Hier ist es sogar offen. Da hinten ist eine Windmühle. Hier sind noch mehr. Ja, Leute. Mit mir. So, jetzt haben wir hier gleich eine schöne Runde gedreht. Kann man hier irgendwie runterspringen? Oder so? Schön. Dass ich das nicht benutzen kann. Das wäre nämlich viel cooler gewesen. Oh nein, da oben ist noch eine Kiste. Oh nein, wieso? Weil die ist auf der anderen Seite. So. Da ist sie. Mit nichts Tollem. Schön. Toll. Ganzen Weg wieder zurücklatschen. So. Dann springen wir mal hier runter. Hui. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie nach sonst wohin konnte, aber na gut. Das war die Mine. Muss man ja auch mal in dem Spiel gesehen haben. Voll wichtig und so. Vielleicht können wir da nochmal lang. Ich glaube, das hatten wir alles schon. Genau. Hier waren wir auch schon. Oh, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen, ne? Naja, macht ja nichts. Die Winde in den Brachlanden können rau sein. Oder? Ja, ich weiß, es ist jetzt so dieses, oh, jetzt läuft sie wieder zurück. Seid gegrüßt. Aber es wundert mich jetzt irgendwie, dass ich doch zurückgelaufen bin, weil ich mich dann frage, wohin dann der untere linke Gang führt. Weil ich dachte, da geht's zurück. Hier so. Da so. Genau. Ja. Was ist denn dann hier? Aha. Hä? Okay. Hier geht's auch zurück. Hm. Na gut, Leute. Dann Bergarbeiter nicht so viel Pause machen, Leute. Das ist eine gut laufende Mine, die ich bezahlt habe. Ich möchte, dass das ordentlich läuft. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja. Müssen wir jetzt zu irgendjemandem eigentlich zurück und Bescheid geben? Oder nö, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, tue ich jetzt etwas, was ich auch noch vorhatte in diesem Spiel. Und zwar wollte ich in meinem Inventar zu den Gegenständen gehen und da was vorlesen. Das machen wir jetzt mal. Und die Abenteuer wollte ich vorlesen, das habe ich jetzt aber nicht zusammen, deswegen nehmen wir die Gnomen-Kinderreime. Lars und Ras, die Brüder Grummel von Phineas Kalidus. Lars und Ras, die Brüder Grummel. Väter beide die Kinder verstümmelt. Ohne Verstand die Söhne von Lars, Körper keinen, die Maiden von Ras. Was jeder will, der andere hat.
Wir tun uns zusammen, so oft sie murmeln. Doch hassen einand, die Brüder grummeln. Beide Linien und Makeln gestraft, zusammen doch große Macht erschafft. Doch Streit fing schon beim kleinsten Grund nur an, und dies war schließlich ihr Untergang. So lernte dies von den Brüdern Grummel. Nicht von den Gebrüdern Grimm, sondern den Gebrüder Grummel. So, jetzt haben wir die auch gelesen, über die Lebenskraft der Feien. Kann man ja auch mal lesen. Über die Lebenskraft der Feien von Nemius Perigums. Auf meinen Reisen habe ich einen äußerst ungewöhnlichen Fall entdeckt. Wie ich bereits ausführlich dargelegt habe, schwankt die Dichte der Feinlebenskraft in den Feinlanden von Ort zu Ort. Doch in den Ebenen und Becken von Galafor waren diese Lebenskräfte so ausgeprägt, wie ich es kaum für möglich gehalten hätte. Um das Potenzial des Gebiets zu prüfen und gewisse Theorien zu belegen, die meine Gedanken seit geraumer Zeit nicht zur Ruhe kommen ließen, entsann ich 3 Urnen und 4 besonders bearbeitete Steine und platzierte sie um die Säulen eines breiten Beckens in Galafor. Indem ich jede Urne einen Stein legte, wirkten sich gewisse Symmetrien auf die Kräfte des Ortes aus. Und ich beschwor aus dem Nichts einen Boggart. Ach, das ist das. Der blöde Boggart-Quest. Ja, und dann habe ich den beschworen und dann kam der auch, aber der ist ja nie erledigt. Adessa hatten wir schon gelesen. Dann wollten wir noch... Ach ja, das dunkle Empyrion. Ja, und so kam es, dass in den Jahren des Kampfes, als die tyrannische Königin Sydanus die Felder von Eratel hüfthoch mit Blut besät hatte, 3 überraschende Seelen den Weg aus der Dunkelheit fanden. Die erste war ein Mann namens Elodan Gutblut, ein Varani-Gestaltgeber, der aus dem hohen Norden nach Eratel kam und die Welt nach dem Wissen des Steins durchsuchte. Nachdem er sich weigerte, in Sydanus' Namen einen Tempel zu errichten, wurde er eingekerkert. Die zweite war ein Gnom namens Marus Thorix, ein begabter Gnostikant, der vor langer Zeit die Sicherheit und Bequemlichkeit seiner Bibliotheken verlassen hatte, um die Welt zu bereisen und mit eigenen Augen von den Dingen zu lernen. Für das Lehren einer Doktrin, die nicht auf bedingungslosen Verehrung von Sydanus und ihrem Regime beruhte, wurde auch er eingesperrt. Die dritte wurde tief in den Verliesen von Rathir geboren, eines jungen Alpha-Mädchens namens Eleanor Brea, dass nur die Dunkelheit als Heimat kannte und so blind aufwuchs. Als Eleanor Brea tief in der Dunkelheit des Kerkers des Empyrons erwachsen wurde, kam die Gabe der Elementarmagie zu ihr. Aus Zorn brannte das Mädchen das Verlies nieder. Von Thorix und Gutblut eingeleitet, lernte sie ihre Gabe zu kontrollieren. Gemeinsam wagten die 3 es sich gegen die tyrannische Königin zu erheben. Die Kunde einer neuen Gruppe von Meistern, Magiern und Zauberern, die jeder Lernwilligen unterrichteten, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Bald stießen andere hinzu, die mutig genug waren, das Empyrean zu fordern. Was als Widerstand von 3 begonnen hatte, wuchs 100 an, dann auf 1000. Schrecklich magische Schlachten wurden geschlagen, Tausende ließen ihr Leben, ganze Städte wurden ausgelöscht. Unbeschreitlich Schrecken wurde geboren, während die beiden Seiten verzweifelt versuchten, das Instrument ihres Sieges zu erschaffen. Das Empyrean suchte die Zerstörung seiner Feinde mit allen Mitteln herbeizuführen. Kein Opfer war zu groß, keine Gräueltat zu schrecklich. Die dunkelsten und bösesten Künste wurden angewandt. Der Preis, den die Bevölkerung zahlen musste, war höher als alles, an das selbst die Ältesten sich erinnern konnten. Doch das Licht der 3 ließ sich nicht löschen. Die Stärke von Meister Gutblut, seine Weisheit und sein Können bestimmten die Form und die Grundlage ihrer Hoffnung. Die Genialität von Meister Thorix, sein Wissen und sein Verständnis zerschlugen die Ketten ihrer Sklaverei und die Leidenschaft von Herrin Brea. Ihr Geist und ihr Zorn erleuchteten den Weg zur Freiheit. Was allein kein gelingen konnte, erreichten diese 3 gemeinsam. 7 Jahre nachdem sie ihre Freiheit erlangt hatten, bekämpften sie hoch oben auf der Nadel Rathis Sydanus und das dunkle Empyrean wurde eingekerkert. Zu mächtig, um vernichtet zu werden, wurde sie unter den Boden der späteren Schuljahrkane eingesperrt, verbannt durch die Arkanen, Glyphen und Runen unserer 3 Gründer. Hier wird sie bleiben und ihr Erzweiser seid der einzige Wächter ihres Gefängnisses. Denn auf diesem Fundament wurde der Orden errichtet, das größte Ausmaß an Wissen zu erlangen, auf das die Herrschaft des dunklen Empyreons nie wiederkehren kann. Bewacht dieses Wissen und findet einen würdigen Nachfolger. Unterschiedliche Pfade hatten sie alle in die Ketten der Sklaverei geführt. Doch dort fanden sie ineinander Stärke und schließlich die Freiheit und so entstand die Scholia Arcana. Spannend geschrieben, echt schön. Schade, dass, hier geht es ja dann weiter über die Gründung der Schuliakan. So kam es, dass in den Jahren des Kampfes, als die tyrannische Königin Sydanus die Felder von Eratel hüfthoch mit Blut besät hatte und so. Aha. Ja, steht aber eigentlich dasselbe. Die Schuliakana ist dasselbe wie das dunkle Empyrean. Echt jetzt? Hab ich mich jetzt verguckt? Nee, steht in beiden dasselbe, weil das die Entstehungsgeschichte ist. Sehr cool geschrieben. Schade, dass sowas zum Beispiel kein Gruppierungsquest ist, finde ich so nebenbei.
Das wäre zum Beispiel auch echt cool gewesen, so ein bisschen nochmal in die Vergangenheit reisen oder was weiß ich. Oder auch da die Leute befreien und dann das alles nochmal aufwirbeln. Ja. So, jetzt haben... Gegrüßt, Abenteurerin. Hi. Es gibt ja hier noch mehr Aufgabenquests zu tun, aber ich weiß gerade nicht, ob wir die so finden, weil hier wird das nicht angezeigt. Ewalds Notizen. Der Schuler Ottwald Bynotas sucht nach mehreren Notizen von anderen Schularen, die den großen feinen Konflikt des verdorrenen Krieges beschreiben. Sie sind wahrscheinlich in der Wildnis und den Verliesen der verlassenen Ebenen verstreut. Die genauen Orte sind unbekannt. Ja, aber wenn ich die jetzt gesehen hätte, weiß ich nicht mal, ob ich sie mitgenommen habe. Das ist blöd. Wird mir auch nicht angezeigt, ne? Gibt keine Karte dazu. Was haben wir noch? Vielleicht irgendwas, was man machen kann. Hier kann man Waffen abgeben. Eine unglückliche Seele namens Candies beim Experimentieren mit einer Formation Stein und einem Feinteich ums Leben kommen. Laut seines Zahl glaubte er ist richtig angeordnet, könnten sie einen Boggart beschwören. Ja, habe ich auch schon gemacht. Die blöden Notizen kriege ich nicht. Eisenteile, Erzproben, Banditen, Braut, Bauernkleidung sammeln, kennen wir auch. Schutzzauberbann. Ach ja, das wollten wir für den Typen da auch noch machen, ne? Müssen wir, dann machen wir das, weil wir müssen sowieso nach Odessa. Genau, weil ich dahin muss, um die letzten Bücher von Das Abenteuer zu lesen. Und damit hätten wir es dann auch, Leute. Unglaublich, aber wahr. Noch eine? Das machen wir jetzt nochmal für ihn. Keine Ahnung, wie viele Bandruhen. Wahrscheinlich muss man das mindestens so 3 Runden machen oder so, aber naja. So, Laboratorien. Aber ich weiß nicht, wo nochmal diese Bibliothek ist immer. Oder was das nochmal war, da wo man die verfluchte Abenteuerbücher holen kann. Ja, deine verfluchten Truhen. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich jetzt mache. Hier bin ich falsch. Vielleicht komme ich hier weiter. Hier höre ich die Bandruhen zumindest, aber vielleicht sind die ja oben. Waren die oben? Die waren doch in irgendeinem Zimmer hinten. Bin ich dann hier richtig? Ja, bin ich. Okay. Probieren wir das nochmal. Ist ja sehr leicht, mein Gott. Kriegen wir schon hin. So, das war eine. Her mit den Bandruhen. So. Warum kann er das nicht alleine? So, prima. Darf ich sowieso gleich nochmal hier hochlaufen? Macht ja nichts. Da freut er sich bestimmt. Wir kriegen ja auch nur Geld eigentlich dafür. Mehr ist es ja auch nicht. Und ich ärgere mich, ne? Ich habe jetzt wirklich lange versucht, eigentlich... Was? Die Set-Teile zusammenzukriegen, die Rüstungsteile, aber okay. Habt ihr alles erledigt, ja, was ihr euch vorgenommen hattet? Ich verstehe. Ich bezahle euch für alle Behälter, deren Schutzzauber ihr gebannt habt. Kommt wieder... Ich werde aber wir haben das jetzt... Es war mir ein Vergnügen. Wir haben jetzt zweimal diese... 90 Gold. Wir haben jetzt zweimal schon diese Bandruhen gemacht. Keine Ahnung, was er da will. Wie kannst du 1000 Mal machen? Also du kannst halt gut dein Geld nebenbei damit verdienen. Wenn du keins hast, dann ein paar Bandruhen öffnen, ne? Aber Gott, da verdient man ja mehr, wenn man wirklich rausgeht und kämpft. Von den Leuten das Geld stiehlt oder sonst wie. Naja. So, war das diese Domus Politica? Wo ich die Leute finde, die mir hier den Kram auch verkaufen? Boah, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja. Nee, hier bin ich, glaube ich, falsch. Das sah auch anders aus. Braucht ihr etwas? Ich habe ja auch noch eine Truhe, die leicht zu öffnen ist. Mal gucken, was da noch drin ist. Ich habe halt über das Spiel immer selten die Truhen geöffnet, die in den Häusern sind. Wenn ich das mehr getan hätte, wahrscheinlich hätte ich dann hier und da öfters mal was gefunden noch. Ich weiß es nicht. Und auf der anderen Seite findet man ja doch eigentlich auch immer die Set-Teile mehr so draußen in der Wildnis, dachte ich. Aber okay. Da waren ja zum Beispiel jetzt noch mehr Verstecke. Auch da könnten sich natürlich Set-Teile verstecken. Aber das ist ja unglaublich riesig hier auch, die Welt.
Da sind die Laboratorien, da war ich gerade, da will ich nicht schon wieder hin. Ja? Ja. Nein, da will ich nicht lang. Ich laufe hier gerade kreuz und quer. Was haben wir hier? Schmiedkram, Händler. Ich brauche mal eine Karte von der Stadt. Damit ich eigentlich mehr... Vielleicht muss ich auch nach oben. Ich glaube, ich musste nach oben. Nein. Komm. Möchtet ihr euch umsehen? Nee, nee. Muss mal nach oben und dann bin ich doch hier eigentlich falsch. Ne? Hier geht's ja runter. Machen wir mal eine Runde. Ja. Wir laufen mal wieder durch Odessa. Ach, schön, ja. Hier ist der Eingang. Ist auch blöd. Was war hier? Gefängnis. Mhm. Könnten wir nochmal schön alle freilassen. Aus Spaß. Voller Spaß. Irgendwie wo komme ich denn jetzt hier hin? Zu den Inseln. Ja, und da will ich eigentlich nicht hin. Oder will ich? Nein, da will ich nicht hin. Hey, wie komme ich denn da hin, wo ich hin will? Oh, diese Stadt, ne? Möchtet ihr euch umsehen? Ich war schon so oft hier und trotzdem. Wo sind denn hier die Markthainis? An denen orientiere ich mich ja immer. Ja? Ja. Hier, hier, hier ist doch gut, oder? Da nicht, aber... Was? Was war hier? Garnison. Da ist das andere. Was war hier? Rüstkammer. Gehen wir doch mal heimlich in die Rüstkammer. So, wenn ich jetzt meinen Fuß langsam hier einschlafen würde vom Sitzen. Musst du mich... Ihr habt hier nichts. Das stimmt. Aber hier waren wir doch auch schon drinne. Jetzt erinnere ich mich. Klar, wir waren hier ja schon drinne. Für die Nebenquest. Welches Wasser? Komm schon. Und das war sehr leicht. Meisterstab der... Ja, aber könnte ja sein, dass hier doch noch was ist. Wir haben hier... Eindringlinge! Wachen! Komm, lass mich in Ruhe. Ich mache jetzt erstmal die Truhe auf. Ist voll wichtig. Da ist nix. Hey, ich bin doch nur hier drinne. Ihr da, halt! Wollen wir mal ins Gefängnis gehen? Komm, wir gehen mal ins Gefängnis. Ab ins Gefängnis okay. Mit euch. Ich bin einfach mal freiwillig ins Gefängnis gegangen, weil wir noch nie ins Gefängnis gesperrt wurden. Wir müssen auch mal ins Gefängnis. Du wurdest für deine Verbrechen eingesperrt. Wenn du deine Strafe absitzen möchtest, kannst du dich auf der Pritsche in deiner Zelle ausruhen. Oh nein! So sieht das also aus, wenn man ins Gefängnis gegangen wäre. Also sind wir ja hinter Gittern. Ach, das ist ein Quest? Ach, echt jetzt? Hinter Gittern, du wurdest ins Gefängnis geworfen. Finde eine Möglichkeit, die Zellentür zu öffnen und zu fliehen oder sitze deine Strafe einfach ab. So, wir können mit einem... Dietrich, toll. So, dann können wir hier schlafen gehen. Hier, bestimmt ein Geheimgang. Oh nee, schade. Ah. Dietriche, deswegen Schattenprisma, meisterhafter Assassin. Aha. Aufheben, mysteriöse Nachricht. Meine Eva ist fort. Fort, wie eine Welle, die sich an den Klippen zerschlägt. In einem Augenblick noch da, am nächsten plötzlich fort. Sie war Soldatin, eine mutige Seele. Nun ruhen ihre Knochen dort, wo sie in der Schlacht gefallen ist. Doch ihre Seele ruht bei mir. Ich gehe nun zu ihr. Unsere Seelen werden in das Blaue aufsteigen. Lebt wohl, mögen die Wellen mich mitreißen. Eolfred. Wie traurig. Wie traurig. Okay. So, dann probieren wir das nochmal hier. So, Ausbruch. Eine Errungenschaft. Das wollte ich mir doch nicht entgehen lassen. So, oh, 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 oh. Mach sie fertig. Mach sie fertig. Thank you.
Scheiße, da kommen sie alle. Oh nein, das sind voll viele. Was mache ich jetzt? Nein! Kann ich was nehmen? Oh, ich habe keine Tränke, nix. Oh, wie blöd. Und wenn ich einfach mal weglaufe, ist es tot. Ich finde es voll spannend gerade, mal ohne Waffen, ohne alles hier klarzukommen. Aber wenn man ausgebrochen ist, muss man echt... Hatte ich einen Unsichtbarkeitszauber bekommen? Das würde ich jetzt gerne nochmal ausprobieren. Ich würde das gerne echt nochmal machen. Und gucken, ob ich das schaffe. So, ich gehe nochmal ins Gefängnis. Hallo, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Ich darf hier nicht sein. Oh. Ihr habt hier nichts. Ja, eben, dann komm mal her. Was tut ihr hier? Ja. Einfach mal gucken. Was denkst du denn? So, komm her. Ihr da, halt! Lasst euch ja nicht nochmal. Jetzt habe ich das Falsche gerückt. Mein Gamepad hat gerade nicht reagiert, als ich es so nach oben gemacht habe, damit ich ins Gefängnis gehen kann. Verbrechen gelöscht. Dann gehen wir gleich nochmal in die Rüstkammer, aber die ist ein bisschen doof. Die ist einfach ein bisschen doof. Die geht da jetzt nochmal rein, die lernt nicht aus ihren Fehlern. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder im Gefängnis. Ja, das ist ein schönes Ende für dieses Spiel, dass wir am Ende im Gefängnis landen. Aber ich will jetzt wissen, was. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da voll der Quest ist, sodass man da entfliehen kann und so. Hey, das ist doch voll spannend und so. Aber ich möchte trotzdem auch gerne meine Sachen am Ende wieder haben. Mal gucken, ob wir die kriegen. Wenn nicht, dann lade ich einfach dann neu, dass ich nie ein Verbrechen begangen habe. Also, bis dann.